Hey Leute, was geht? Ihr seid bei JBKSTV und ich habe Amelia hier vorgefahren, denn heute mache ich die ganzen Sticker runter und gleichzeitig erwähne ich auch, was ich vielleicht mit dem Auto vorhabe, so aussehensmäßig. Es gibt nicht viel dazu zu sagen. Ich hoffe, dass die Baugeräusche im Hintergrund nicht zu auffällig sind, wenn sie mal wieder hier Steine auseinandersägen oder irgendwas. Und by the way, ja, ich nehme wieder über das Ansteckmikro das Audio auf. Ich habe herausgefunden, wie ich das Problem aus dem letzten Video verbessern kann und hoffe, dass das jetzt passt. Dann lass uns doch gleich an der Front hier loslegen. Die Front ist bei diesem Auto eigentlich der komplizierteste Teil, Sticker zu entfernen, denn es ist der einzige Ort, wo zwei Sticker vorhanden sind, die auf dem Lack draufkleben. Und zwar dieser Pfeil hier, der zur Abschleppöse führt. Und auf der anderen Seite ist noch ein Werkstattsticker vom Vorbesitzer Marcel und natürlich suche ich mir das Schwerste zuerst aus, damit es hinten raus deutlich einfacher ist, aber die andere Kappe ist schon hier, aber ich muss auch rausfinden, wie ich die Abschleppöse rausmache. Ich denke, das werden wir erst sehen, wenn wir loslegen und die Kappe runter machen. Steht hier auf jeden Fall schon mal ein Stück raus. Ah, okay, also einfach ziehen und da ist er. So, ui. Okay, die Abschleppöse ist mit einer riesigen Schraube oder Mutter befestigt. Davon muss ich erstmal ein Werkzeug holen, also bin gleich wieder da. So, ich habe einen Ratschenkasten geholt. Okay, richtige Größe, es war eine 24er. Fest. Ich werde das Ding doch wohl aufkriegen ohne elektrische Hilfe. Boah. Vielleicht geht's, wenn ich eine kürzere Verlängerung drauf mache. Hat alles mit Physik zu tun. Muss ich jetzt ernsthaft eine Verlängerung holen. Bin gleich wieder da. So, ich habe es gleich gescheit gemacht. Ich habe neben dem Rohr auch ein Lösungsmittel besorgt. Im ganzen Haus ist kein WD-40, also hoffen wir mal, dass das funktioniert. Ach, und was zum Trinken sollte ich... sollte mir der Durst kommen. Also, wenn sich das nicht löst, dann lasse ich es dabei drin. Ich will nichts kaputt machen, ist ja schließlich mein Schätzchen hier, mein Auto hier. So, der Moment der Wahrheit. Bitte geh auf. Bitte geh auf. Bitte brech nicht ab. Yes, yes. Haha. Mit Physik und ein bisschen Schmiermittel geht alles auf. Toll, die Schraube ist raus, aber wie kriege ich das jetzt raus? umklappen und womit? Das Plastik ist breiter wie die Öffnung, wie soll denn das rausgehen? Selbst Physik hat aufgehört zu funktionieren. Blödes Drum. Ah. Ein klein bisschen Gewalt, komm, geh raus. Komm, es ist fast draußen. Yes! Puh. Und alles ist heile geblieben, zum Glück. Was ein Mist. So, und jetzt die originale Kappe drauf machen. Und jetzt machen wir noch den weißen Pfeil weg. Dazu brauche ich einen Föhn. Am besten sollte der Föhn schön warm sein, damit sich der Sticker ein bisschen verweicht. Und dann muss man ganz vorsichtig mit dem Fingernagel drunter fahren und rausziehen. Zumindest habe ich so das letzte Mal bei Mamas Peugeot gemacht, als ich da den Schottland-Sticker runtergemacht habe. Also wird ja hier wohl auch funktionieren. So, jetzt gehen wir auf die andere Seite der Front und machen das andere, das auf dem Lack drauf ist. Ganz viele kleine individuelle Buchstaben. Noch viel besser.
Hey Leute, bisschen peinliche Situation hier. Ich hatte angefangen zu filmen und habe dann festgestellt, dass ich vergessen hatte, nach meinem letzten großen Dreh meinen Kamera-Akku zu laden. Das heißt, dass nach dem, was ihr gerade gesehen habt, der Akku komplett leer war. Und das heißt jetzt, bis ich den Akku voll gemacht hatte, ist es dunkel und extrem diesig. Es ist wirklich sehr, sehr neblig. Aber ich filme das Ganze hier am Vortag, wo ich das Video veröffentliche. Also ich filme am Samstag und morgen, am Sonntag, veröffentliche ich es. Deswegen möchte ich es gern fertig machen. Und das heißt, ich muss es halt jetzt in der Dunkelheit fertig machen. Aber das heißt auch, ich kann meine neuen Dauerleuchten mal wirklich gescheit ausprobieren. Also machen wir ganz normal weiter, wie gedacht war. Ich mache jetzt hier vorne den kleinen Sticker weg und danach gehen wir ums Auto rum und machen alle Fenstersticker weg. Und da das Wetter gerade so schön diesig ist und ein bisschen gruselig, kann ich vielleicht mein fehlendes Halloween-Video wieder gut machen, indem ich ein paar Fotos mit Amelia ohne die ganzen Sticker dann schieße. Aber das muss ich noch sehen, wie lange es dauern wird, bis alle Sticker weg sind. Also fangen wir mal an. Ich hoffe, dass das mit dem Heißluftföhnen bei 4 Grad und diesigem Wetternebel noch funktioniert, aber ich schätze, das werden wir jetzt ausprobieren. Da steht jetzt Eis, wie ein Eis. So, der kleine Sticker ist jetzt weg. Es sind noch ein paar Klebereste dran, aber ich habe aktuell keinen Aceton, mit dem ich das wegmachen könnte. Also lasse ich es jetzt dabei so. Es ist ja auch kalt, aber ich meine, mit dem Heißluftföhn ist es nicht mehr ganz so kalt. Ja, vorne sind wir jetzt fertig, also gehen wir jetzt an die Seite, würde ich sagen. Okay, an der Seite. Diesen kleinen Limited Edition Sticker hier unten behalte ich für den Moment mal dran, weil ich weiß noch nicht ganz genau, was für Sticker ich bei dem Auto noch anbringen werde. Vielleicht mache ich hier unten so Seitenstreifen hin, Karrierflagge vielleicht was, wo Giulietta drin steht. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber für den Moment lasse ich das mal da, weil so schlecht sieht er nicht aus. Aber diese ganzen Fenstersticker hier, die können wir wegmachen. Let's go, boogity boogity goo. Es ist auch ein bisschen schwierig. Also ich glaube, ich besorge mir doch eine Rasierklinge, um das runterzumachen. Geht vielleicht besser dann. Eine Sekunde. So, mit dieser kleinen Rasierklinge werde ich das jetzt probieren. Vielleicht geht es besser, ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Aber mit der Rasierklinge wirklich nur bei Fenstern. Weil, wie gesagt, die können nicht zerkratzen. Wenn man mit der Rasierklinge versucht, am Auto das wegzumachen, kannst du 100% sicher sein, dass du danach einen Kratzer drin hast, der so tief ist, dass du ihn nicht rauspolieren kannst. Oh ja, viel besser. Den Alfa Romeo Giulietta Club Deutschland werde ich für den Moment mal dran lassen, weil ich finde ihn eigentlich ganz schön. Eigentlich gefällt er mir nur, weil eine Trikolore drauf ist und weil er relativ klein und somit relativ unauffällig ist. Aber damit ist das seitliche Fenster jetzt fertig. Und jetzt kommt man zu einem großen, wir kommen jetzt nämlich nach hinten an den großen Italo Nation Sticker. Timelapse beginnt jetzt. Ich weiß ehrlich noch nicht, was ich dann genau mit dem Auto machen werde. Ich überlege, ich muss irgendwelche Sticker drauf machen, damit es wirklich zu meinem Auto wird. Ja, irgendwas Besonderes. Ich meine, diesmal habe ich zumindest den Vorteil, dass die Farbe von dem Auto sehr schön ist. In dem Licht sieht man es sogar ein bisschen, wie das heller wird, wenn Licht drauf scheint. Also brauche ich nicht so viele Sticker, um zuzukleben wie bei Gina, die ja nur schwarz war und ich deswegen deutlich aufpeppen musste. Bei dem Auto ist das nicht nötig, aber ich möchte ein bisschen was schon machen. Ich überlege vielleicht im Innenraum auf dem Dashboard ein Alpha-Logo hinzukleben, so leicht schief, das gibt's schon, sieht affengeil aus. Ich überlege auch vielleicht, ob ich auf dem Dach irgendwas machen könnte. Da überlege ich aber, ob das wirklich ein Muster sein soll oder ob ich vielleicht das Dach in matt-schwarz oder Carbonfolie foliere. Das muss man abstimmen aufeinander, weil ich gedenke ja, die Seitenspiegelkappen auch andersfarbig zu machen. Und je nachdem, wie zum Beispiel das Dach ist, ob es Wagenfarbe bleibt oder schwarz wird, kann man / muss man die Kappen auf der Seite auch ändern in Wagenfarbe oder Schwarz oder Carbon.
das muss man alles aufeinander abstimmen. Ich bin mir noch nicht sicher. Wenn ihr eine Meinung habt, schreibt sie in die Kommentare. In einer so kurzen Zeit von ungefähr 5 Minuten ist eine Nachricht von Liebe, Verständnis unter Autoenthusiasten um die ganze Welt von meinem Auto verschwunden. Aber dafür kann ich hinten raus jetzt besser sehen. Wir machen jetzt noch auf der Seite weiter, dann noch die vordere Scheibe und ich glaube, dann sind wir fertig. Es geht schneller, als ich dachte. Zum Glück. Es ist nämlich kalt, diesig und ich habe Durst. Ich hatte mir doch eine Flasche geholt. Hier könnte ich mir vorstellen, dass ich den Sticker hinmache, den ich bei Gina eigentlich schon die ganze Zeit hinmachen wollte, aber nie dazu gekommen bin. Ich wollte bei Gina nämlich, wie bei alten Rennfahrzeugen, so Gruppe B Rally zum Beispiel, steht auf dem Auto immer der Name des Fahrers und auch des Beifahrers mit der Blutgruppe. Ich habe nur wegen dieser Sticker-Idee meine Blutgruppe mal testen lassen. Und dann habe ich nie diesen Sticker anfertigen lassen. Also wo wirklich J.Binder und da meine Blutgruppe dahinter steht. Sollte ich vielleicht machen. Genauso wie ich vielleicht einen Custom JB Cars TV Sticker machen sollte mit vielleicht meinem Logo oder vielleicht dem Ganzen ausgeschrieben. Wäre vielleicht sicher interessant. Könnte man sicher auch auf nicht nur Amelia, sondern auch andere Autos draufkleben. Eigentlich fand ich ja, dass dieser Sticker hier an der Scheibe relativ cool aussah, aber naja. Jegliche Beifahrer haben sich schon beschwert, dass ihre Sicht beeinträchtigt wurde. Und wenn ich wirklich mein eigenes Auto daraus machen möchte, dann muss der runter. Dann passt ansonsten überhaupt nicht dazu, dass jetzt hinten an der Scheibe zum Beispiel der Italonation Sticker fehlt. Oder dass ansonsten auf dem Auto, wenn dann die Kappen auch andersfarbig gemacht werden, dass das einzige Weiße auf dem Auto ist. Das passt dann einfach nicht dazu. Also kommt da runter. Hey, wie wäre es, wenn ich zum jetzigen Zeitpunkt einfach hier irgendwo ein Mister hinmache? Dann steht auf dem Auto Mr. Worldwide! So, jetzt wo die ganzen Sticker runter sind, denke ich mir, man könnte jetzt eigentlich an ein nettes Örtchen fahren. Vielleicht eins, wo der Schimmer einer Lampe durch die Bäume durchkommt und das Auto anleuchtet. Könnte ziemlich cool aussehen. Keine Garantie, aber ich würde sagen, probieren wir doch mal ein paar Nachtfotos mit Amelia zu machen, jetzt wo sie stickerfrei clean ist. Also, Transition! So Leute, ich habe einen perfekten Platz gefunden. Naja, fast perfekten Platz gefunden, wenn dieses blöde Schild nicht da wäre. Aber es ist mitten im Wald. Von oben leuchtet eine Straßenlaterne direkt aufs Auto runter und ich habe den Baustrahler von uns mitgenommen, weil hier draußen kriege ich natürlich keinen Netzanschluss. Ich mache jetzt das, was ich sozusagen für Halloween geplant hatte, Nachtfotografie. Da ich nur eine Kamera habe, kann ich leider nicht mich filmen, wie ich Fotos mache, aber ich wechsle das einfach ein bisschen ab und sag so, was ich plane und hey, vielleicht kommen ein paar schöne Bilder raus. Also, ich sehe euch. Okay, da sind ein paar wirklich coole Aufnahmen drin gewesen. Ich habe schon beim ersten Video gesagt, naja, außerhalb der Kamera, dass egal von welchem Winkel dieses Auto ein Stück Kunst ist. Ich werde sie jetzt umdrehen, weil in der Richtung ist ein bisschen zu viel Nebenlicht, sag ich mal. Da machen wir noch ein paar schöne Aufnahmen von hinten. Bye.
Ja, die Fotos waren doch ziemlich gut dafür, dass es erst mein zweites Mal Nachtfotografie war. Ein paar der Fotos lasse ich vielleicht ein bisschen bearbeiten und lade ich dann auf Instagram hoch. Also wenn ihr das sehen wollt und mich unterstützen wollt, dann fahrt doch mal vorbei. Eine letzte Sache will ich noch machen. Das ist eine Straße mitten im Wald, wo es niemanden stört. Das war, glaube ich, der ruhigste Dreh, den ich je hatte. Ich glaube, ich könnte die Kamera mal hinter das Auto stellen, das Auto anmachen und wegfahren. Weil das habt ihr noch nicht gehört. Damit verabschiede ich mich dann. Also, driftet eure Hand über den Abonnentenknopf, macht einen Burnout auf dem Like-Button, schaut wie gesagt bei meinem Instagram vorbei und ich sehe euch im nächsten Video. Ciao. Hey, hinter der Kameraboy hier. Ich bin gerade fertig mit dem Sticker runtermachen. Mir ist gerade aufgefallen, bevor ich losfahre, um das Auto zu fotografieren, muss ich erstmal die ganzen Schnipsel vom Boden aufheben.